Hallo, ich bin's Kim Lian und heute habe ich für dich meine Favoriten für den Monat Mai. Ja, ich habe jetzt fast gesagt April, aber irgendwie, ich weiß nicht warum, aber der Monat Mai ist an mir so vorbeigezogen. Ich habe ja so viel um die Ohren gehabt mit Bachelorarbeit, dann Uni. Also ich will gar nicht wissen, wann meine letzten Monatsfavoriten waren, also wann ich die das letzte Mal abgedreht habe, weil irgendwie mache ich das so unregelmäßig. Also ich mache das nicht monatlich, ich mache das wirklich nur dann, wenn ich experimentierfreudig bin, und das war ich jetzt im Monat Mai, deshalb teile ich das jetzt mit dir. Und ich fange gleich mal an mit dem ersten Produkt. Das ist ein Riesentipp von mir. Ich weiß nicht, wie viel genau der Tangle Teaser, der ganz berühmte Originale, kostet. Ich glaube irgendwas zwischen 4 und 7 Euro oder so. Aber ich habe einen gefunden für 1,50 Euro und zwar bei Primark. Das ist dieses Herzchen hier. Ich finde auch die Form von dem hier viel süßer als vom echten Tangle Teaser. Und der hat hier so ein kleines Griffchen, wo man so reinfahren kann. Voll angenehm und handlich. Und da kann man sich dann einfach so die Haare durchbürsten. Es ist von den Bürstchen an sich genau gleich wie beim Tangle Teaser. Also ein paar kürzere, ein paar längere. Gibt es auch in rosa. Aber irgendwie war ich so auf klassisch unterwegs und wollte einfach einen roten haben. Ist sehr, sehr süß und sehr, sehr gut. Ich verwende den immer, nachdem ich meinen Conditioner reingetan habe in die Haare, dann käme ich durch mit dem Tangle Teaser hier, und nach dem Auswaschen, nachdem ich praktisch mit dem Handtuch die Haare angetrocknet habe, verwende ich den nochmal und das ist Wahnsinn. Dann habe ich eine neue Mascara. Ich habe jetzt ganz, ganz lang die Daya Real von Benefit probiert. Und ich muss sagen, ich bin zufrieden mit der. Wobei, zufrieden ist untertrieben. Das ist die beste Mascara, die ich je hatte. Aber das Problem ist der Preis. Also sie ist wahnsinnig teuer und ich habe mich jetzt umgeschaut nach Alternativen, die sich auch leichter entfernen lassen, weil die von Benefit, die ist wie eine wasserfeste Mascara, und das habe ich einfach nicht gern, wenn ich mir da die Hälfte der Wimpern runterreib auf Dauer. Und ich bin jetzt fündig geworden. Ich finde diese Mascara hier richtig, richtig gut. Das ist die von L'Oreal. False Lash Schmetterling heißt die hier. Und die habe ich auch jetzt drauf. Und das Coole ist, dass die hinten längere Borsten hat und vorne kürzere. Das heißt, mit den längeren kommt man, wenn man sie so ans Auge ransetzt, ganz nach hinten an die äußersten Wimpern, auch an die ganz, ganz kleinen, feinen. Und nach vorne hin, wo die Wimpern dann kürzer werden, sind dann auch die kürzeren Bürstchen angeordnet. Also wirklich genial, finde ich. Sie hält perfekt und lässt sich aber auch schön entfernen, kann ich sehr empfehlen. Als nächstes wollte ich dir dieses Blush hier zeigen. Das ist von The Body Shop. Und das habe ich vor sage und schreibe, ich glaube, 2,5 Jahren gekauft oder 2 Jahren. Und dann ist es aber irgendwo in den Untiefen meines Schminktischs verschwunden. Und jetzt habe ich es wieder gefunden und liebe es. Also irgendwie, seitdem das Wetter so schön sonnig ist draußen, trage ich das ständig. Da ist auf der einen Seite so eine Pfirsichfarbe und auf der anderen so ein bäriger Pinkton. Und ich finde beides sehr, sehr schön. Also man kann den hier auch als Highlighter verwenden. Aber ich finde es auch sehr schön, wenn man besonders hell ist, als Rouge und nicht nur als Highlighter. Und ja, ich finde, das ist eine super coole Abwechslung, die man hat. Also so 2 in 1 praktisch mit dem da. Und beides sehr, sehr schöne Farben. Also kannst du dir definitiv mal anschauen, wenn du Lust hast auf sowas Sommerliches, Frisches. Und es ist nicht so viel Glitzer drin, das ist mir auch immer sehr wichtig, sondern es ist wirklich nur so ein Schimmern richtig schöner. Weiter geht's mit dem nächsten Produkt, und das ist so ziemlich mein größter Favorit von all diesen Sachen. Ich habe nämlich endlich eine BB-Cream gefunden, die ich erstens mal vertrage und die zweitens mal gut deckt, ohne meine Sommersprossen zu verdecken. Also es ist irgendwie Wahnsinn, weil irgendwelche rötlichen Stellen oder Pickelchen deckt die perfekt ab. Also die sind dann echt ebenmäßig und wie der Rest der Haut. Aber meine Sommersprossen scheinen trotzdem durch, und das finde ich ist grandios. Und zwar geht es um diese La Roche-Posay Creme. Die kriegt man in der Apotheke und ich glaube nur dort. Wenn du irgendwie das besser weißt, dann schreib mir gerne einen Kommentar, weil das interessiert mich. Aber ich glaube, man kriegt sie nur in der Apotheke. Und ich habe die Farbe hell. Im Winter wäre sie mir wahrscheinlich ein bisschen zu dunkel. Aber ich liebe sie. Sie ist wirklich, wirklich grandios und ist wahnsinnig pflegend. Also, wenn ich die auftrage, ich habe heute Morgen, oh Gott,
habe ich so einen riesen Berg von BB-Cream auf die Hand drauf gedrückt und habe mir noch so gedacht, naja, das kann nicht gut gehen, aber versuchen wir es mal. Und es ist wirklich eingezogen, also es ist die komplette Creme eingezogen, obwohl das echt ein riesen Berg war. Oh, ich habe mir schon gedacht, ich werde den ganzen Tag irgendwie glänzen oder so. Aber das ist nicht der Fall. Die zieht wirklich komplett ein und nur die Farbe, die getönte, bleibt dann oben an der Haut und sieht aber eben nicht aus wie eine Maske oder so, sondern dadurch, dass der Rest der Creme einzieht, verschmilzt das so richtig mit der Haut. Also ich kann sie jedem empfehlen. Ich neige ja zu Neurodermitis und habe auch ab und zu im Gesicht trockene Stellen und vertrage einfach generell nicht so jede BB-Cream oder jedes Make-up oder sonstiges. Und das hier ist das erste, was wirklich sogar meine Haut besser macht. Es ist wie eine Pflege gegen so kleine Male oder trockene Stellen und gleichzeitig macht sie aber so einen Photoshop-Effekt. Also es ist wirklich genial. Weiter geht's mit einem Highlighter und zwar ist es der Kiko Exotic Highlighter in der Farbe Peach. Der hat so eine wahnsinnig geile Konsistenz. Ich glaube, ich mag ihn nur deshalb so gern. Nein, er ist natürlich auch richtig schön so im Auftrag, aber wenn du einmal diese Konsistenz gefühlt hast, dann liebst du ihn einfach. Der ist so wobbelig, so gelartig, wie so ein Haargel irgendwie. Also wenn man da so dagegen klopft mit dem Finger, dann wackelt das so, weil das eben so eine Gel-Konsistenz ist. Und ich finde das wahnsinnig cool. Ich bin irgendwie leicht zu unterhalten, was das angeht, aber ich liebe das. Und jetzt aber zum Produkt an sich. Was ich sehr daran mag, ist, dass es eben auch keinen groben Glitzer hat. Also es schimmert einfach nur. Ich habe es da schon mal aufgetragen vorhin. Es schimmert einfach nur und reflektiert schön das Licht. Ohne eben offensichtlich Highlighter-Balken herzugeben. Also das ist sehr, sehr cool. Und lässt sich eben dadurch, dass die Konsistenz so gelartig ist, sehr gut mit dem Finger auftragen. Also ich mache das nie mit Pinsel oder so, sondern ich kann das eigentlich nur mit dem Finger auftragen und das funktioniert für mich auch am besten. Und ist, je nachdem wie der Lichteinfall ist, silbern oder golden. Und das ist irgendwie ziemlich flashig, finde ich, ziemlich cool. Weiter geht's mit einem Lippenprodukt. Und zwar bin ich dem Clarins Eclat Minute verfallen. Und zwar wegen Reni, weil sie das in ungefähr jedem Favoritenvideo und auch im, ich glaube das war im April, hat sie das auch wieder vorgestellt. Also drei verschiedene waren das, glaube ich. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, ich grab das wieder aus, weil das war irgendwann mal in der Glossybox drin. Und damals habe ich es nicht wirklich beachtet, keine Ahnung warum. Aber jetzt bin ich dem auch voll verfallen, weil es echt so ein Photoshop-Effekt für die Lippen macht. Also es füllt so die kleinen Lippenfältchen auf und die Lippen sehen so richtig spiegelglatt aus. Und das gefällt mir echt, echt gut. Also ich meine, jetzt habe ich getrunken und so. Es ist nicht mehr wirklich vorhanden. Aber das ist echt genial, das Produkt. Meins ist in der Farbe 01 und ich werde mir definitiv die große Größe auch kaufen. Und dann in weiterer Folge wahrscheinlich auch noch andere Farben. Ja, aber ich verlinke auf jeden Fall mal das Video von Reni in der Infobox zu dem Ding. Da erklärt sie alles ganz genau und da bin ich dem komplett verfallen. Also kannst du dir mal anschauen, wenn du interessiert bist an dem Ding. Weiter geht's mit einem Produkt für die Augen. Das ist jetzt voller Katzenhaare. Aber komm! Wer bringt ein Produkt raus mit einem stoffpelzigen Überzug? Also, wie auch immer. Diese Naked Palette, das ist die erste. Die habe ich ganz, ganz, ganz viel verwendet. Und zwar sind meine absoluten Lieblingsfarben, die ich halt jetzt immer trage, auch jetzt gerade. Diese hier, das ist Virgin. Die trage ich immer innen und ein bisschen unter dem Braunbogen, aber nur ganz dezent hier. Und dann noch Dark Horse. Das ist dieses Braun hier. Das habe ich ganz, ganz viel getragen und trage ich auch jetzt jeden Tag. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, wenn du Lust hast, dass ich eine Alltags-Make-up-Geschichte abfilme, dann schreib mir bitte unbedingt einen Kommentar, weil dann filme ich das noch ab. Und ich hatte irgendwie echt Lust dazu. Ich habe schon lange nicht mehr so was Make-up-mäßiges, Get-Ready-With-Me-mäßiges gemacht. Und ja, also einfach Bescheid geben. Weiter geht's jetzt mit zwei Nagellacken. Und zwar erstens mal mit einem von L'Oreal. Das ist der Miracle Repair 7. Er bekämpft 7 Zeichen geschädigter Nägel deshalb. Haha. Und der ist jetzt ganz neu rausgekommen. Ist so ein milchiges Weiß. Und fällt auf den Nägeln ziemlich Nude-Farben aus. Also sehr neutral, nicht irgendwie in Richtung rosa oder in Richtung
beige, sondern sehr, sehr neutral. Und das gefällt mir ganz, ganz gut, dass der so auf den Nägeln rüberkommt. Und er hilft wirklich. Ich habe jetzt in der Bachelorarbeitsphase und in der ganz stressigen Phase im Mai Nägel gebissen. Ja, dann habe ich das hier verwendet, jetzt nachdem die stressige Phase vorbei war. Und ich will einfach wieder, dass meine Nägel wachsen. Und das hat mir sehr geholfen, weil es ist immer wieder schwer, wenn man gebissen hat, dass die lang werden. Weil man dann teilweise so vorne die Nägel ausgefranst hat und ich hasse es einfach. Es ist so richtig unangenehm, das jetzt gerade zu sagen. Aber wie gesagt, ich arbeite jetzt wieder daran, dass die eine schöne Länge kriegen. Das hier hilft mir definitiv. Also das habe ich jetzt immer drauf gepinselt und die Nägel sind stark und nicht abgebrochen oder eingerissen. Deshalb mag ich das sehr. Weiter geht's mit dem zweiten Nagellack. Und zwar ist das eine Farbe von Essie namens Boom Boom Room. Und das ist ein richtig krasses Quietschpink. Also nicht neonmäßig, sondern einfach so richtig Bonbon-Pink. Also quietschig und pastellig zugleich irgendwie. Also wirklich eine geniale Sommerfarbe. Sieht an den Händen wirklich genial aus und steht sowohl heller Haut als auch dunkler Haut, finde ich. Das ist so eine wirklich Allround-Farbe. Und an den Füßen kann ich es mir auch sehr gut vorstellen. Das ist wirklich eine sehr süße Farbe und ist jetzt in so einer LE von Essie. Und dann habe ich noch, so symbolisch habe ich jetzt diesen Becher von heute aufgehoben, weil ich war wieder bei Starbucks. Und in meinem letzten Outfit-Video, also das, was ich am Sonntag jetzt hochgeladen habe, haben ganz viele gefragt, welches Getränk ich da getrunken habe. Und es ist ein Cool Lime Refresher gewesen. Hatte ich, wie gesagt, heute schon wieder. Und ich bin echt süchtig nach dem Teil. Das schmeckt wie Mojito, nur natürlich ohne Alkohol. Also wie so ein Virgin Mojito. Und das ist echt super gut, also wirklich genial. Hat aber sehr viel Koffein. Und ich werde wahrscheinlich heute um 4 Uhr, na gut, nein, übertreiben wir nicht, aber ich werde bestimmt noch bis um 2 Uhr nachts wach sein. Aber muss ich ja auch, weil dieses Video wirst du am Donnerstag sehen. Und jetzt ist ja schon fast Donnerstag. Also wird es Zeit, dass ich mich hinsetze und das schneide. Und by the way, wo wir gerade bei Videos und Hochladen und Schneiden sind, ich habe mich jetzt festgelegt, weil ich mache ja 2 Videos pro Woche in Zukunft, habe mich jetzt festgelegt auf Donnerstag und Sonntag. Weil ganz viele gemeint haben, da laden sonst nicht viele andere YouTuber hoch und da würden sie gerne auch was zum Gucken haben. Und deshalb mache ich das jetzt immer donnerstags und sonntags. Wie gesagt, würde mich jetzt noch sehr interessieren, ob du von mir sehen willst demnächst am Sonntag oder nächsten Donnerstag oder irgendwann diesen Monat ein Alltags-Make-up, so ein Get Ready With Me oder Tutorial. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze verpacke. Und mich würde interessieren, was du so an Favoriten hast für diesen Monat. Sei es aus dem Beauty oder aus dem Essensbereich. Ich freue mich schon, die Kommentare durchzulesen und zu schauen, ob ich da wieder was Neues finde. Und ja, dann sehen wir uns wieder am Sonntag. Ich freue mich schon. Ist richtig cool, wenn ich jetzt immer so sagen kann, hey, wir sehen uns wieder am Donnerstag und am Sonntag und am Donnerstag und am Sonntag. Okay, na gut, also bis dann. Hab einen schönen Tag, Abend, wann immer du dieses Video schaust. Bis dann.